meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat August 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Wassermann, Aszendent Wassermann oder Mondzeichen Wassermann? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir hier die Legung anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallöchen, herzlich willkommen. Du liebe Seele, ich begrüße dich ganz herzlichst. Wenn die Tarotkartenlegung fremd sind und du nicht weißt, wie eine allgemeine Tarotkartenlegung hier funktioniert, bitte ich dich ganz kurz unten in der Infobox alle wichtigen Details dazu zu entnehmen. Wenn die Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann hallöchen, herzlich willkommen. Hier ist eine Botschaft für dich, sonst hättest du nicht auf das Video geklickt. Entspann dich, wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, einfach die Geschlechterrolle hier umtauschen, da ich einfach aus der weiblichen Perspektive spreche. Und für meine lieben Crosswatchers, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das für dich und dein Gegenüber hier resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen diesen Monat einfach besser harmonieren würde. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Wassermannherzen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Dankeschön, dass ihr dazu beiträgt, dass dieser Kanal weiterhin wächst und gedeiht. Und ja, ich freue mich immer über jeden neuen Wassermann, der hier dazu stößt. Herzlich willkommen in unserer Seelenfamilie. Ah ja, wenn ihr Interesse habt an einer privaten Legung, unten in der Infobox findet ihr meinen Instagram-Link, darüber könnt ihr mich gerne kontaktieren oder auch meine E-Mail-Adresse, darüber könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Momentan kostet eine private Legung bei mir eine kurze 15-Minuten-Videolegung zu einem bestimmten Thema oder einer Frage 25 Euro und das zweite Paket beinhaltet 30 Minuten. Und 45 Euro, genau. Dass ihr mal so die Preise wisst. Ab September werde ich die Preise noch mal ein bisschen anheben. Genau. So, das war's auch schon. Wir fangen jetzt direkt an. Für meine lieben Wassermannherzen. Was sollten meine lieben Wassermannherzen? Oh, wir haben hier zwei der Stäbe, zwei der Münzen, entschuldigt. Wieso habe ich Stäbe gesagt? Interessant. Dann haben wir hier zwei der Stäbe, ah, hier haben wir zwei der Stäbe. Schaut mal, zwei, zwei, ihr seht wahrscheinlich sehr oft die zwei als Synchronität im August. Und Ass der Stäbe, neue Vitalität. Ja, du öffnest hier deine Flügel. Du findest Balance in deinem Alltag. Ja, irgendwie kommst du hier in den Ausgleich. Ja, wir gucken mal weiter. Für meine lieben Wassermannherzen, Monat August, was sollten meine lieben Wassermann... Uiuiui, ihr kriegt ja einiges hier raus. Wassermann. Wir haben Solarplexus. Wir haben hier fünf der Stäbe. Okay, es ist noch mit drauf. Dann muss ich eine neue Reihe anfangen. Ha! Ass der Münzen. Drei der Schwerter. Okay. Hier hinten haben wir sechs der Münzen. Geben und nehmen. Ja, ziehen das auch mal raus. Interessante Mischung bei euch, meine lieben Wassermannherzen. Ja, aber ich sehe hier mit den zwei der Münzen und diesem Rad drumherum, ja, Zeit, Schönheit, Liebe. Das sind verschiedene Kategorien, ja, sage ich mal. Hier alles eingeteilt, Buch, Vergnügen. Ich habe so das Gefühl, vielleicht hast du deinen Fokus hier im August zu sehr auf einer Sache, ja, und dass es hier wichtig ist, zwar deine Energie, deine Aufmerksamkeit hier aufzuteilen, weil ich finde auch zwei der Münzen ist immer so dieses Hin und Her. Vielleicht weißt du auch noch nicht genau, nach was du hier
gehen sollst oder was du hier tun sollst, in Bezug, richte ich meinen Fokus jetzt auf mein Liebesleben, um den Partner anzuziehen, den ich mir wünsche. Richte ich jetzt meinen Fokus hier auf meine Wissenslücken, dass ich mir Wissen aneigne, dass ich hier gucke in der Spiritualität oder in den Bereichen, die mich hier interessieren, mir mehr Wissen anzueignen. Für was interessiere ich mich? Für was möchte ich meine Zeit hier einsetzen? Ja? Wo geht meine Zeit den ganzen Tag hin? Welche Verpflichtungen habe ich hier zu tun? Das ist so, was hier durchkommt. Für einige, also was ich auch noch hier mit aufnehme, ist einfach, dass du hier versuchst, deine Zeit gerecht aufzuteilen an allem. Ja, weil du kannst nicht nur sagen, ich fokussiere meine komplette Energie auf eine Sache. Mal kurzfristig ja, aber dein Fokus ist hier auf mehreren Dingen und deine Zeit teilst du dementsprechend hier auch auf. Ja, und das vielleicht ist es ein bisschen, sag ich mal, ist es wichtig, dass du hier deine innere Balance stabil hältst und einfach diesen inneren Kurs nicht abkommst, auch wenn da eine neue Sache dazukommen mag, dass du nicht zu sehr ins Schwanken gerätst, okay? Weil wenn was Neues dazukommt, dann geht deine ganze Aufmerksamkeit erstmal auf dieses neue Bereich von diesem Fenster. Versteht ihr, wie ich das meine? Dann haben wir als nächstes, öffne deine Flügel. Ja, und das ist hier zwei der Stäbe. Ich sehe, dass du gerade hier planst, deine Flügel zu öffnen, hier Anlauf zu nehmen, um fliegen zu können. Du bist sehr kreativ. Du änderst hier im Monat August auch irgendwie dein Auftreten, deine Energie, deine Aura ändert sich, habe ich so als gehört. Ja, also dass sich da nochmal irgendetwas ändern wird für dich, also zum Positiven, dass du da auffällst, ja. Weil ich auch diese Karte hier sehe mit den Regenbogenfarben, ja. Also ich sehe hier, dass du auch mit deinen Chakren arbeitest, die neue Vitalität, du fühlst dich so wie neugeboren. Ja, Ast der Stäbe, es kommt hier wieder Luft in deinen Körper rein, ja, so Leben in deinen Körper rein, weil er bläst hier Luft rein, ja. Und dann deine Chakren, dein Solarplexus braucht hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das gelbe Chakra, das dritte Energiezentrum. Da solltest du hier ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht ist da eine Blockade drin. Und es handelt sich hier um eine unterdrückte Emotion. Was ich hier auch sehe, um welche unterdrückte Emotion das geht, ist einfach deine innere Traurigkeit, mein lieber Wassermann. Da ist eine Traurigkeit in deinem Inneren. Du fühlst dich alleine, traurig, missverstanden, so. Diese Traurigkeit möchte hier raus aus deinem Körper, die möchte hier nicht mehr feststecken und die steckt einfach noch fest. Und das ist jetzt Zeit, dass die hier jetzt transformiert wird, ja? Dass du die Traurigkeit hier annimmst und gehen lässt, dass du sie hörst. Wahrscheinlich ist es hier auch, ich habe das Gefühl, es ist hier dein inneres Kind, das hier traurig ist, ja? Diese Traurigkeit hat. Dass du hier in Verbindung, in Kontakt mit deinem inneren Kind trittst. Ich sehe hier auch mit 5 der Stäben, du hast hier herausfordernde Zeiten, ja. Für andere wirkt das vielleicht so, ja, bei ihr läuft super, bei ihr ist alles gut. Aber ich habe auch das Gefühl, meine lieben Wassermannherzen, ihr habt gerade euren eigenen Kampf. Ja, also dass ihr hier herausfordernde Zeiten habt, dass ihr hier niemanden habt, dem ihr hier, wo ihr wirklich vertrauen könnt. Ihr habt keine Person, nahestehende Person, der ihr 100% hier vertrauen könnt. Ihr seid hier auf der Hut, bevor ihr hier jemanden komplett halt vertraut. Das ist so, was ich aufnehme. Ich habe hier so Misstrauen. Ein Schutzschild, du hebst ein Schutzschild hoch, weil du hier in der Vergangenheit hier schon viel Erfahrungen gemacht hast. Es könnte hier auch an einer bestimmten Sache sein. Ja. Wenn es jetzt hier in deinem Liebesleben ist, dass du hier erstmal einen Schutz nimmst, dass du hier nicht wieder verletzt wirst, weil du diese Traurigkeit noch hast.
Das ist auch eine Nachricht, was ich hier durchbekomme für euch, meine lieben Wassermannherzen. Und genau, diese Karte, Ast der Münzen, wunderschön. Seht ihr, wie ihr da im Licht steht, wie der Licht, also bei euch kommen sehr stark diese Farben durch, deine Aurenfarben und hier auch Energie, die auf dich geleuchtet wird. Du stärkst deine Verbindungen mit der, ja, vor allen Dingen Ast der Münzen, deine Verbindungen, du stärkst deine Verbindungen hier mit der Natur. Erde dich, das würde dir sehr gut tun, sowieso als Luftzeichen, sehr wichtig, sich zu erden. Ja, und ich sehe hier auch, dass du hier alleine stehst, wunderschön, ja, wunderschöne Energie hier ausstrahlst, du wirst hier wahrgenommen, du wirst ja auch selbstbewusst. Ich denke, du arbeitest hier an deinem Selbstbewusstsein im August und das strahlst du hier auch nach außen aus. Ja? Also du transformierst dich hier komplett. Ich sehe hier auch mit dem Geben und Nehmen, Menschen sind hier bereit, dich zu unterstützen, dir etwas hier zu geben von ihrem Licht, um dir hier auch weiterzuhelfen auf deinem Weg, ist das, was ich hier sehe. Weil du bist es hier gewohnt, immer zu geben und jetzt erhältst du etwas. Du kommst hier in deine feminine Energie. Das ist hier, was ich sehe. Und dafür wirst du hier auch etwas erhalten. Es kommt hier ein Energieaustausch zustande und auf unterschiedliche Art und Weise. Durch Gespräche, ja? Durch dein spirituelles Reich, durch dein Herzchakra, durch dein Solarplexus, also wunderschön, was sich hier für dich im August auftut, meine lieben Wassermannherzen. Muss ich irgendwas noch klären? Nein. Wir gehen direkt weiter zu den Orakelkarten, meine lieben Wassermannherzen, weil ihr habt schon sehr viele Tarotkarten erhalten für meine lieben Wassermannherzen für den Monat August. Ups. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den nicht auf den Boden fallen? Dankeschön. So, wir haben hier angstfreie Liebe. Die Königin Oshun, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich sehe, dass du hier wirklich angstfrei lieben darfst. Ja, vielleicht lernst du hier jemanden kennen oder hast jemanden kennengelernt und du verschließt hier dein Herz aus Angst, hier so zu verletzt zu werden. Du bist ein bisschen auf Selbstverteidigungsmodus aus einfach Angst hier, dass jemand dein Herz nochmal verletzt. Diese Angst steckt hier in deinem Solarplexus noch fest. Ich sehe auf jeden Fall mit dieser angstfreien Liebe, du darfst angstfrei lieben. Ja, und am besten fängst du da an mit dir selbst. Was passiert, wenn du dich selbst liebst, angstfrei, ja? Und Liebe ist was Wunderschönes. Und die Angst ist einfach die Abwesenheit von der Liebe. Okay, deswegen ist es hier für dich ganz, ganz wichtig, dass du hier in diese Energie kommst. Du darfst angstfrei lieben. So. Dann haben wir hier die sieben Schwestern, Kreativität, wow. Seht ihr hier diese Kerzen, diese bunten Kerzen? Das ist so diesen Monat euer Symbol, diese ganzen Chakrenfarben, Regenbogenfarben, ja. Das ist so euer Symbol, die sieben Schwestern, deine Chakren, ich glaube auch sieben ist hier eine besondere Zahl. Wir haben hier einmal die sieben. Hat jetzt gerade noch die sieben gesehen und hier bei angstfreier Liebe. Ja, schicke durch deine Chakren auf jeden Fall Liebe durch. Ja, und ich habe auch das Gefühl, deine Mitmenschen, die du hier hast, deine Community, deine Freunde, deine Familie, wer auch immer, das ist sehr weibliche Energien, die ich hier wahrnehme, die sind hier für dich da, die unterstützen dich hier auf deinem Weg. Jeder gibt dir ein Licht, ja, jeder trägt dazu was bei. Sei bereit, das auch anzunehmen, lieber Wassermann. Sehr oft kommt auch bei dir hier die 3-3 durch. Ich sehe hier einen großen Wachstum, einen großen spirituellen Wachstum, der sich dir auch nach außen hin zeigen wird. Wunderschöne Energien auf jeden Fall für meine lieben Wassermannherzen.
Für meine lieben Wassermannherzen, Monat August. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August jetzt wissen? Für meine lieben Wassermannherzen. Achtung, Achtung, Sturmwarnung. Ja, auch hier mit den fünf der Stäben. Es wird hier im Monat August Konflikte geben. Es wird hier ein Ende reinkommen. Es gibt hier eine Sturmwarnung. Es gibt hier Menschen, die versuchen, hier Schaden zuzufügen. Etwas kaputt zu machen, was du hier aufgebaut hast. Du hast hier eine kleine Sturmwarnung. Aber ich habe das Gefühl, du hast so viele spirituelle Schützer hier, die dich einfach beschützen und unterstützen hier auf deinem Weg. Monat August für meine lieben Wassermannherzen. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August jetzt wissen? Okay. Dein fünftes Chakra, Erzengel Gabriel. Also, ich sag euch nur eins, bitte macht eine Chakra-Meditation. Ich habe das Gefühl, es kann auch hier sein, dass deine Chakren hier komplett angegriffen werden. Dass du hier ist es für einige, du erleidest hier einen spirituellen Angriff, ja, auf deine Chakren, dass hier sowas durchkommt, weil ich sehe sehr viele Chakren, die hier angegriffen werden. Und hier ist auch eine Sturmwarnung. Deswegen achte auf deine Chakren, halte sie in Balance. Ja, reinige deine Chakren und beschütze deine Chakren. Ganz, ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, jemand will nicht, dass du hier sprichst, frei sprichst oder dass deine Stimme hier gehört wird. Oh mein Gott, Feinde. Ja, meine lieben Wassermannherzen, also ich habe vorher meditiert und ich hatte einen komischen Traum. Also ich habe meditiert, bin dann eingeschlafen, aber es war nicht richtiges Einschlafen, es war so ein so halb wach, halb schlaf Status. Ich weiß nicht, in welchem Zustand ich mich da befunden habe und habe auf jeden Fall mich wiedergefunden in einer anderen, sag ich mal, Welt. Und ich habe erst gedacht, das wäre die normale Welt, dass ich wach wäre, aber habe dann irgendwann gemerkt, dass ich schlafe und habe auch einfach komische, ja, Gestalten gesehen. Ich sag mal so, es war ganz, ganz, ganz komisch. Und da habe ich auch gewusst, okay, das ist wieder, dass irgendwas auf Wassermann hier zukommt. Das sind die Feinde. Ich habe sehr viele Menschen gesehen, oder ich kann sie auch nicht mal Menschen nennen, Wesen gesehen, die von deinem Licht hier angetan sind. Ich muss es einfach so sagen, die sind von deinem Licht hier angetan. Das ist, was ich gesehen habe. Ja? Und deswegen, du hast hier einige Feinde. Sei auf der Hut, schütze dich. Ja? Vor allen Dingen vor spirituellen Attacken, die können in Form von Menschen, Situationen hier wieder auftauchen, um einfach dich hier in die Disbalance zu bringen, um hier deine Chakren zu schwächen. Ich habe das Gefühl, die greifen direkt dein Energiezentrum an, dass es hier sowas für mich durchkommt. Hinten entdeckt sich der denkende Mann. Hier ist jemand, der dich sehr interessant findet, jemand, der hier an dich denkt. Jemand, der hier dich sehr wertvoll findet, der hier erkennt, was für ein Diamant du bist. Ja, ein Diamant, der hier noch nicht von jedem entdeckt wurde. Dass es hier sowas für euch durchkommt, meine lieben Wassermannherzen. Also in der Liebe gibt es hier jemanden. Ich habe auch das Gefühl, für einige, es könnte hier auch einfach eine Attacke sein auf auf deine Finanzen, auf deine Ressourcen, auf deine Energie. Also wo du hier attackiert wirst, ist wirklich deine Finanzen, deine Energie, deine Ressourcen, diese Sachen, schütze diese Sachen, ja. Die wollen deine Stabilität hier aus dem Gleichgewicht bringen. Für meine lieben Wassermannherzen Monat August, was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August jetzt wissen? Ich sehe hier Metamorphose. OMG, wow, und schon wieder die 7. Oh mein Gott, liebe Wassermannherzen.
Wie schön ist das bitte? Wie schön. Ja, und die zwei Flamingos bilden hier so ein Herz, oder was ist das? Ja, Flamingos, oder? Wunderschön, also diese Metamorphose, ich sehe hier, kommt ihr mit jemandem in die Zusammenkunft, hier auch mit den zwei, das ist hier so, was ich sehe. Wenn es hier in deinem Liebesleben an Zunahme hat, versuche nicht deine ganze Energie hier in dein Liebesleben zu schicken, dein Fokus. Wichtig ist auch hier die anderen Punkte nicht zu übersehen, damit du hier in deiner inneren Balance bleibst und dann nicht so aus deiner Balance kommst. Aber es kommt hier jemand, Metamorphose. Es kommt hier zu einem Aufeinandertreffen oder Zusammenverschmelzung mit jemandem, dein Seelenpartner oder dein Soul Tribe, dass es hier sowas durchkommt, weil ich sehe hier diesen denkenden Mann. Ich habe schon öfters die 7 hier gesehen, also es ist hier ein Segen für dich. Dann haben wir hier Vorankommen. Ja, du wirst hier vorankommen. Vielleicht kommst du erstmal so, sag ich mal, man sieht hier auch die Wolken und diese Dunkelheit. Du wirst trotzdem, trotz dieser Attacken oder so, weiterhin, sag ich mal, vorankommen, trotz dieser versuchten Angriffe auf dich, ja, egal in welchem Bereich in deinem Leben das sich dann wieder zeigen wird. Du wirst hier vorankommen, auch wenn du dich hier erstmal ein wenig bedeckt halten musst, ja, weil deine Insel ist hier auf dem Rücken eines guten Freundes. Dein spirituelles Reich deckt dich hier, habe ich so das Gefühl, damit dein Licht nicht so viele andere Wesen hier anzieht, damit du nicht die ganze Zeit hier attackiert wirst, wirst du hier geschützt. Du kommst zwar voran, aber du kommst halt anders voran, wie wenn du offen voranschreiten würdest. Okay? Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Hier, der magische Kartenwandler. Passt auf. Das ist hier für mich immer so eine Warnungskarte. Passt auf. Hier ist jemand, für einige kann es hier diese Liebesbeziehung sein. Diese Person versucht sich zu täuschen, weil hier einfach auch diese 7 hier mit durchkommen. Ja? Möchte dir hier oder, sage ich mal, verzaubert dich in dem Sinne, dass du dich in diese Person verliebst und passt da einfach ein wenig auf. Geh bei allem, was im August dir widerfährt, vorsichtig damit um, ob es wirklich ein Segen ist oder, sage ich mal, ein Fluch, ja. Passt da wirklich auf, mein lieben Wassermann-Herzen, weil ich sage mal so, wenn dich jemand angreift, dann wird es auch nicht immer so geschehen in einem negativen Weg, sondern es kommt auch als, sag ich mal, Geschenk verpackt. Und dann, wenn du die Verpackung öffnest, erwartet dich dann der Angriff sozusagen, ja, wie so ein trojanisches Pferd. Ihr versteht, was ich euch sagen will. Es muss nicht sein. Es kann auch nur jemand sein, der hier, was ich auch für andere höre, dass es hier Menschen gibt oder eine bestimmte Person gibt, die hier einfach versucht, durch Manifestationen oder schwarze Magie hier einfach dich zum Scheitern zu bringen, dein Vorankommen hier zu verhindern, dein Licht hier zu dimmen, dass es so auch was durchkommt für mich. Und dann habe ich hier das Feld der Träume. Und das Feld der Träume hier auch mit der 3, deine Träume, auch wenn im Außen es gerade dann nicht so sich zeigen wird, wie du dir was wünschst oder deine Vorstellungen sind, wenn du da Rückschläge erhältst, lieber Wassermann, im Monat August. Das Feld der Träume kann wachsen. Das Feld der Träume ist unberührt. Ja? Niemand kann in dein Feld der Träume hier eingreifen. Es ist hier geschützt. Ja, und es ist hier wichtig, dass du einfach weiter träumst, dass du hier einfach weiter an deinem Wachstum arbeitest, einfach weitermachst, Ausdauer. Für meine lieben Wassermannherzen, Monat August. Wir nehmen dich auch. Nämlich in meine Hand gefallen. Okay, wir sehen hier die Wahrheit. Und seht ihr, überall verblasst die Farbe so ein bisschen. Nur hier, wo der Baum ist und teilweise am Himmel die Stellen. Ja? Und da oben
sehe ich jemanden, der pustet Wind. Der pustet hier Wind. Die Wahrheit wird hier rauskommen, wenn sich das Ganze hier verzieht. Hier möchte jemand dich täuschen. Hier möchte jemand auch, vielleicht habe ich auch für einiges Gefühl, jemand stellt dich hier als unwahr hin oder jemanden, oder du wirst hier als fake bezeichnet. Ich höre mehrere Dinge hier gleichzeitig. Also die Wahrheit wird siegen. Ja, und die Wahrheit wird sich zeigen. Aber es wird so viel Lügen drumherum sein, so viel Nebel drumherum sein, dass es dir auch nicht klar sein wird manchmal. Ja, vertraue hier deiner Intuition, schütze deine Chakren, verbinde dich mit deinem spirituellen Reich, meditiere. Und wir haben hier Flexibilität. Siehst du, wie stark du bist? Ja, wie flexibel du bist. Egal was kommt, du kannst dem Ganzen hier ausweichen. Egal wie es laufen wird. Ja, du bist flexibel, du findest immer einen Weg. Wunderschöne Energien, die hier durchkommen. Für meinen lieben Wassermann-Herzen Monat August. Oh mein Gott. Feeling the world, ja, du spürst die Welt. Oh mein Gott, ich habe auch das Gefühl, sehr viele Wassermann-Herzen, ihr seid auch Empathen hier. Ja, ihr könnt die Welt spüren, also ihr könnt das Kollektiv sehr stark spüren. Ihr könnt die Energien von anderen Menschen spüren, Gefühle von anderen Menschen spüren. Verfeinere da noch dein Gespür. Ja, am Anfang ist es auch manchmal zu überwältigend, weil man dann einfach denkt, das sind meine Gefühle. Und da diese Klarheit zu finden zwischen den Gefühlen der anderen und deiner Gefühle, ist sehr schwer, wenn man am Anfang, wenn das noch so ein blinder Fleck war. Aber sobald du das differenzieren kannst, ist es dir hier auch ein Segen zu wissen, wer meint es gut mit mir, wer meint es nicht gut mit mir, was spüre ich, welche Energien nehme ich wahr, welche Emotionen nehme ich hier auf. Ja? Du fühlst die Welt, für andere Empathen nehme ich hier auf, dass es einfach hier sich noch verstärkt. Ja, also dass du sehr sensibel wirst, noch feinfühliger wirst. Und dann haben wir hier endlose Möglichkeiten. Ja? Du bist auch so ein Starseed, einige von euch. Ich sehe hier einfach, ihr habt endlose Möglichkeiten. Ihr habt einfach endlose Möglichkeiten. Ja? Wow, wunderschöne Karten. Die sind viele Türen geöffnet, deswegen auch diese Flexibilität. Wenn sich hier eine Tür schließt, öffnen sich drei weitere. Deswegen hast du endlose Möglichkeiten. Dein spirituelles Reich arbeitet hier mit dir zusammen. Dein spirituelles Reich möchte, dass du vorankommst. Und wenn es dir schwer gemacht wird von deinem Gegner, dann wird es dir noch einfacher gemacht von deinen, sag ich mal, Helfern. Okay? Du hast ein ganzes spirituelles Team, was dich hier unterstützt, weil sie deine Stärke sehen. Die Kraft und die Stärke, die du aufgebaut hast, all das, was du durchgegangen bist, wirst du hier besonders unterstützt, meine lieben Wassermannherzen, für den Monat August. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August jetzt wissen? Wow! Okay? Übersinnliche Fähigkeiten, ich habe es gesagt. Eure übersinnlichen Fähigkeiten werden sich im August verfeinern. Dein drittes Auge, deine Intuition wird wachsen. Wenn du ein Empath wirst, du wirst noch mehr spüren, noch mehr Energien aufnehmen. Du wirst telepathische Fähigkeiten haben. Ja, wenn jemand an dich denkt oder wenn jemand über dich redet, dass du diese Person randomly im Kopf bekommst, den Namen, oder auch hörst, Dinge hörst, was andere sagen, obwohl du gar nicht im Raum bist oder schon weißt, was jetzt als welcher, keine Ahnung, ihr hört ein, ihr wisst, was als nächstes im Radio kommt, ohne dass ihr vorher einen Sound oder sowas gehört habt. Ja, also es wird für jeden unterschiedlich sein. Es kommt drauf an, was du halt auch bist. Bist du jemand, der mehr sieht über das, also wie, durch die Visualisation, dann siehst du Bilder in deinem Kopf, dann wirst du kurze Bilder sehen. Ja, bist du jemand, der Dinge hört, bevor sie überhaupt passiert sind? Bist du jemand, der Dinge spürt? Jeder hat unterschiedliche, sag ich mal, physische Fähigkeiten.
Das ist auch so, was hier durchkommt. Und wir haben hier Gesundheit. Achte hier auf deine Gesundheit. Ja? Deine Gesundheit sollte im August dein Fokus sein, das ist auch, was ich sehe. Und für andere, wenn du hier in deinem Körper zu wenig bist und zu sehr in deinen physischen Fähigkeiten, ist auch mal wichtig, diese Balance zu finden. Nicht zu sehr in einer Sache zu sein. Ja? So diesen Ausgleich zu finden, auch wieder zurück in deinen Körper. Weil wir sind hier auf der Erde. Klar machen wir eine spirituelle Erfahrung in einem menschlichen Körper, aber man sollte nicht vergessen, dass wir auch diesen menschlichen Körper hier schätzen sollten und auch mit dem menschlichen Körper hier arbeiten sollten, auch diesen menschlichen Körper fühlen sollten und nicht nur wieder unseren Fokus auf unsere übernatürlichen Fähigkeiten richten sollen. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, du solltest hier eine Balance finden. Ich finde, ich glaube, bei dir ist einfach keine Balance drin. Du bist zu sehr in dem einen oder zu sehr in dem anderen. Ja, wobei ich mehr hier was anderes aufnehme. Ich sehe hier Spiritualität. Ja, also nochmal die 77. Deine Spiritualität wächst diesen Monat. Also du wirst einen krassen Wachstumsschub hier erleben. Für meine lieben Wassermannherzen Monat August. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August? Okay, du wolltest auch und hier hat sich was gedreht. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Das war hier. Genau. So. Ein Totenkopf. Geheimnisse, die dir hier wehtun könnten, dich verletzen könnten. Ja? Versteckte Geheimnisse, Dinge, die du noch nicht weißt. Jemand versteckt hier etwas vor dich. Vor dir, vor dich. Ein Nest. Emotionale Sicherheit, ja, du suchst dir vielleicht hier eine emotionale Sicherheit in dieser Zeit bei deinen Freunden, Familien, du ziehst dich vielleicht auch ein bisschen, du isolierst dich ein bisschen von deiner Außenwelt und wir haben hier die Sonne, du wirst sehr glücklich sein im August und es wird dir auf jeden Fall gut gehen, ja, dein spirituelles Reich schützt dich und wir haben hier deinen Geldbeutel. Passe auf deine Finanzen auf. Das kommt hier zweimal durch mit den Finanzen, meine lieben Wassermannherzen. Also bitte keine unnötigen Ausgaben für meine lieben Wassermannherzen Monat August. Für meine lieben Wassermannherzen Monat August. Kleine Auszeit. Nimm dir ein wenig Zeit für dich. Möglichst allein und in einer anderen Umgebung. Ein kleiner Tapetenwechsel wirkt Wunder. Ja, es würde dir schon gut tun, ein Wochenende irgendwo hinzufahren, um deine Energien hier wieder aufzutanken, um auch mehr etwas in deinem Körper zu erleben. Ja, deinen Körper hier zu nutzen, körperliche Aktivitäten tun, wie schwimmen oder sonst irgendetwas, wo es einfach hier zu kurz kommt, meine lieben Wassermannherzen. Dann haben wir hier Freundschaften. Fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Oh. Es gibt hier wirklich Menschen in deinem Umfeld, die für dich hier da sein möchten. Tu diese Menschen nicht ausschließen. Für meine lieben Wassermannherzen für den Monat August. Was sollten meine lieben Wassermannherzen für den Monat August jetzt wissen? So, da haben wir, ich bin geduldig, weil ich weiß, dass mir das höchste Gut zuteil wird. Wenn du gerade hier etwas am Gebären bist, am Manifestieren, ja, etwas auch hier mit diesem, das Feld der Träume, wenn es gerade hier am Wachsen ist, es wächst, es ist noch nicht sichtbar, aber es wächst und wächst, gib nicht auf. Hier, wenn eine Manifestation sich noch nicht gezeigt hat, es wird ein Wunder sein, ja, weil das höchste Gut wird dir zuteil. Das ist eine Affirmation und dann die zweite, wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, dann kann ich mich gut fühlen auf dem Weg zum Leben meiner Träume. Oh mein Gott, und das ist mein Favorit hier. Ja, also, wenn du dankbar bist für das, was du gerade hast, jetzt gerade, wo du stehst, mit all dem, was du hast und was du nicht hast,
dann kannst du dich einfach gut fühlen auf dem Weg zum Leben deiner Träume. Ja? Da, wo du jetzt stehst, ist genau richtig. Und du wirst noch weiter vorankommen. Das ist hier so deine Message. Sei einfach dankbar und fokussiere dich auf das, was du hast. Und zeige hier auch Wertschätzung an den Schöpfer, an die Quelle, an das Universum, wie auch immer, welche Bezeichnung du nutzen möchtest, mein lieber Wassermann, weil das ist ganz wichtig hier auf deinem weiteren Weg. Wow, wunderschöne intensive Legung für meine lieben Wassermannherzen. Wenn du mit meiner Energy vibes, dann lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.